Ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen Vlog. Das, was ihr nachher sehen werdet, habe ich persönlich auch noch nicht so gesehen. Eigentlich wollten wir dort gar nicht filmen, das hatten wir gar nicht vorgehabt. Aber kurz zur Geschichte, diesen Teich kenne ich eigentlich schon seit 15 Jahren circa und wurde eigentlich immer hervorragend gepflegt durch verschiedenste Personen. Und jetzt habe ich leider erfahren, dass der eigentliche Besitzer verstorben war. Und wir wurden mal gerufen, uns die Sache mal anzuschauen. Ja, und das Endresultat werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Ja, wir sind heute mal an einer Filteranlage. Ich weiß nicht, irgendwie der Gärtner hat sich hier darum zu kümmern gehabt, aber leider hat das wohl nicht gemacht. Und ich möchte jetzt einfach mal zeigen, wie das aussieht. Hier mal aus dem Vortex. Welche Matsche da rauskommt, und da frage ich mich, wenn ich hier zum Beispiel nur eine Bürstenfilteranlage habe oder sowas, wird das ja quasi nicht anders aussehen als jetzt hier in diesen Bereichen. Aber ich muss sagen, da so etwas habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Also da lohne ich mir wirklich eine Anlage, wo dann halt ein Trommelfilter dran ist, der zumindest schon mal die großen Bestandteile alle rausnimmt, weil das ist halt das Endresultat. Also man sollte sich mal gut überlegen, wie die Filtration sein sollte, aber so ist das eigentlich nicht ideal. Ja, die ist ja erst schon mal so weit raus und jetzt guckt euch mal an, was da jetzt quasi noch in dem Vortex drin ist. Das ist hier immer so vier, also viermal diese Behälter. Katastrophe. Gut, dass ihr heute keinen Gerichtsfernsehen habt oder sowas, dann ist das einfach nur bestialisch. Da darf man sich eigentlich nicht wundern, wenn dann anschließend durch solche Aktionen die Tiere auch krank werden. Also Hygiene sollte auch im Teich immer da sein. Ja, aber ich denke, das waren schon für den einen oder anderen mal ganz faszinierende Bilder, so etwas mal zu sehen. Also wirklich, erstmal Entschuldigung, dass der letzte Teil des Films von dem Ton halt nicht so in Ordnung war, aber wie gesagt, wir hatten nicht vorgehabt, dort zu filmen. Deshalb haben wir das mal kurz mit dem Handy gemacht, diese Aufnahmen, aber ich denke, das war auch schon soweit in Ordnung. Gut, ich bedanke mich für das Interesse. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, was ihr auch heute macht, macht das Beste draus. Bis dahin, wir sehen uns und tschüss.